Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Quid Pro Quo Box von In Extremo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Quid Pro Quo von In Extremo, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 12. Album von In Extremo. Wir haben hier eine quadratische Box, relativ flach das Ganze. Und auf dem Cover haben wir hier eine wunderbare Kneipenschlägerei, die sich hier gerade abspielt. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band In Extremo. Dann eben die sieben Herrschaften der Band, die sich hier gerade prügeln. Und dann haben wir hier Quid Pro Quo, den Albumtitel. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie dies für das. Und es bezieht sich vor allem so auf Leistung gegen Leistung. Also wenn man etwas tut, dann bekommt man auch etwas dafür. Quid Pro Quo lesen wir hier auch. Rechts dann In Extremo Quid Pro Quo plus Label-Logos auf der linken Seite. Dann noch die genauen Infos. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals eine Szene, die so nach Kneipe aussieht. Hier wird gesoffen, hier wird Karten gespielt. Einer ist schon vollkommen erledigt. Sieht mir so aus, als wäre das hier sogar der Frontmann der Band, Micha, der hier erledigt am Tresen bzw. am Tisch hängt. Ja, der Rest feiert noch. Oben links gibt es den Barcode und dann haben wir auch noch die Tracklist. CD1 haben wir 11 Tracks plus 3 Bonustracks, also gesamt sind es 14 Stück. Wir haben hier ein Feature mit dabei von Hansi Kürsch von Blind Guardian und ansonsten haben wir noch ein Feature von Heaven Shall Burn. Okay, Track 14 ist eine Akustikversion von Track Nummer 3 Quid Pro Quo. Und wir haben eine CD2 mit dabei, 20 wahre Jahre, die Schifffahrt live. Da gibt es also nochmal 8 Tracks und wir haben noch eine Picture Disc, also eine Picture Vinyl dabei. Und da haben wir auch nochmal A- und B-Seite mit jeweils einem Track, also nochmal 2 Tracks zusätzlich. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist eine Clubbox. Und hier haben wir dann den Inhalt. Wir haben hier einmal die angesprochene Picture Vinyl. Dann haben wir die Bonus-CD 20 wahre Jahre. Fotokarten. 7 Stück, einen Sticker, ein Poster und das Album. Das ist jetzt hier rausgerutscht. Wir haben hier extra so einen kleinen Verbau, wo das Album hier entsprechend Platz finden kann. Aber nachdem ich die Box etwas bewegt habe, hat sich das scheinbar gelöst. Gut, wir packen die Box mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album. Allerdings haben wir noch die Bonus-CD hier in Folie eingeschweißt. Also als allererstes mal die Folie abmachen. Ja, ist die Frage. Schweißnaht sehe ich hier keine. Und es scheint hier relativ gut zugeschweißt worden. Also ich kann hier wenig bis gar nichts sehen von einem Spalt. Aber er muss auf jeden Fall da sein, deswegen werden wir hier mal einschneiden. Gar nicht so einfach, das hier zu öffnen. So, aber jetzt haben wir es dann doch geschafft. So, also jetzt können wir hier besser aufschneiden. Ja, da muss man immer vorsichtig sein, gerade bei diesen Papphüllen, nicht dass man da irgendwie die Ecke abknickt oder sonst wie zerschneidet. Okay, sieht gut aus. Und natürlich das Album, wobei hier ist auch noch ein Sticker mit drauf. In Extremo Quid Pro Quo, das Deluxe Album plus 3 Bonus Tracks und Special Booklet. Okay, also, da bin ich jetzt mal gespannt auf das Special Booklet.
Und auch hier hätten wir die Folie dann erledigt. Also, so sieht das Album aus. Kommt hier in einem Digipack. In extremo quid pro quo, das Cover, wie auch schon von der Box. Auf der Seite lesen wir Folgendes, inklusive Katalognummer. Und auf der Rückseite dann die Szene, genau wie auf dem Boxboden, das kennen wir schon. So, wir haben hier wieder die Trackliste, 14 Stück. Und die Credits, also die Labels und Beteiligten, okay. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier die Credits zum Album. Wunderbar. Also hier kann man sehen, wer daran beteiligt war. Dann haben wir hier das Equipment der Band, also die diversen Musikinstrumente, die hier auf der Seite stehen. Und scheinbar, ich glaube es sind, Moment. Ja doch, es sieht mir so aus, als wären das genau die beiden gewesen, die sich hier geprügelt haben auf dem Cover, klar. Und die liegen sich dann wieder in den Armen. Also, nach dieser kleinen Eskalation, nach dieser kleinen Schlägerei, ist man dann hier wieder versöhnt. So, das ist die CD. Aber als erstes schauen wir mal, genau, hier ist das Booklet. Das ist doch recht dick, also es fühlt sich auf jeden Fall sehr dick an. So, Tracklist kennen wir. Dann haben wir hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks, wunderbar. Also, hier jeder Track Wort für Wort abgetippt. Dann haben wir die einzelnen Bandmitglieder mit Schwarz-Weiß-Fotos und kurzer Info. Also, Künstlername, bürgerlicher Name und dann auch noch die Info, welche Instrumente von ihm gespielt werden. Ja, das ist auf jeden Fall nostalgisch. Also einfach so diese Schwarz-Weiß-Fotos und auch generell so die Outfits, die Kleidung, das hat schon was. So, eine umfangreiche Danksagung. Dann nochmals die sieben Herrschaften hier auf der Straße. Weitere Tracks, weitere Lyrics. Wunderbar. Und zum Abschluss dann auch nochmal die Infos, also hier findet man in extremo online. Alles klar. Gut, also das mit dem Special Booklet oder so war nicht übertrieben. Dann haben wir die CD, die ist hier in Gold, Schwarz und Weiß. So sieht das aus, in extremo quid pro quo. Und auf der Rückseite zieht sich hier dieses Bild, dieses Panorama durch. So, wir kommen zur nächsten CD, die kommt hier in einer Papphülle. 20 wahre Jahre, die Schifffahrt live. Also hier haben wir scheinbar eine Aufzeichnung eines Live-Konzerts, das hier scheinbar während einer Schifffahrt aufgezeichnet wurde. 8 Tracks sind mit drauf, darunter die Credits und Infos. Das Ganze gab es übrigens wirklich nur exklusiv in der Box, deswegen haben wir hier auch keinen Barcode. Diese Papphülle, dieses Live-Erlebnis, diese Live-CD, wirklich nur in der Box. So sieht das aus. Wie gesagt, in der Papphülle. Und dann haben wir noch einen exklusiven Inhalt, den es ausschließlich in dieser Box gibt. Und zwar haben wir hier eine 7-Inch Picture Vinyl. In extremo, sternhagelvoll auf der einen Seite, in diesem Fall auf der B-Seite, und Störtebeker auf der A-Seite. Gut, die Cover bzw. die Aufdruck hier auf der Picture Vinyl sind auch wieder die, die wir vom Artwork kennen. Also einmal hier, ja, klebt etwas fest, so, aber jetzt einmal die B-Seite und einmal die A-Seite. Also, das sind zwei Tracks des Albums, die man hier dann nochmal speziell auf eine kleine Picture-Vinyl gepackt hat. Sehr schön. Und diese Picture-Vinyl kommt hier in so einem durchsichtigen Foliencover, also in so einer Klarsichthülle. So, ein Sticker ist mit dabei, der sieht so aus, kreisförmig in Schwarz und Weiß. Sowohl der Albumtitel als auch das Bandlogo hier mit eingearbeitet und darunter auch noch die Website. Ein Sticker kreisförmig. Dann haben wir Fotokarten, die hier mit so einer weißen Banderole zusammengehalten werden. Und zwar haben wir hier
vermutlich auch wieder 7 Stück, die Bandmitglieder nochmals in Farbfotos auf diesen Karten abgebildet. Also, so sieht das aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Alle 7 Jungs hier drauf. Und auf der Rückseite sehen die so aus. Also 7 Fotokarten, jedes Bandmitglied eine eigene. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier ein Poster. Ist vom Material her recht dick, also es fühlt sich auf jeden Fall hochwertig an, dieser Druck oder das Material. So, natürlich auch hier wieder das Cover im Querformat in diesem Fall, also die Kneipenschlägerei hier nochmal auf Poster. Und auf der Rückseite nicht, wie ich jetzt erwartet hätte, die Rückseite, also hier das Besäufnis, die Eskapaden im Lokal, sondern die 7 Herrschaften, wie sie scheinbar hier die Lokalität wieder verlassen und am Heimweg sind. Also auch hier wieder alle 7 im Querformat, inklusive Pinkeln an die Fassade. Jawohl. Gut, also das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Querformat. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, wie gesagt, beidseitig bedruckt, jeweils im Querformat. Dann die 7 Fotokarten, jedes der Bandmitglieder hier mit drauf. Ein Sticker kreisförmig in Schwarz und Weiß. Die Picture Vinyl mit 2 Tracks. Dann 20 Jahre die Schifffahrt live. Hier haben wir dann auch nochmal 8 Tracks drauf. Das Ganze kommt in einer Papphülle. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Quid Pro Quo von In Extremo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr In Extremo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.